Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Verplänkusser. Mein Name ist Knorke und ich freue mich, dass du dabei bist. Diese balkonähnliche Konstruktion dient als Boden für einen Kasten. Denn mir ist aufgefallen, ich habe an eine Sache nicht gedacht. Letztens hatten wir die Szene gedreht, also wir haben nicht die Frontansicht gehabt wie jetzt, sondern wir hatten die Heckansicht über Agrabah. Und dann blitzte da was durch, dreh noch mal ein bisschen weiter, vielleicht denkt er jetzt dran und denkt, ja, da. Und dann dachte ich mir, da ist doch was, was nicht dazugehört, zu dieser Agrabah-Szene. Und dann fiel mir ein, ach ja, die Sockellampen. Die Lampen haben Sockel. Da habe ich nicht dran gedacht. Also muss ich jetzt Trick 17a anwenden und einen Kasten bauen, damit die Sockel verschwinden. Weil sonst sieht das ein bisschen blöd aus, wenn du dann im VOD-Ride fährst. Und wir haben uns so viel Mühe gegeben und dann Sockel in so einer Szene, nee, das geht gar nicht. Und naja, jetzt bauen wir einen Kasten. Und ich habe heute eigentlich sehr, sehr viel gemacht. Ich habe dann auch nochmal die Paneele ausgewechselt, denn damit habe ich noch was vor. Habe sogar mit Kunstformen heute gearbeitet. Boah, ich war echt produktiv heute, das muss ich schon sagen. Die ganze Folge ging über 30 Minuten übrigens. Also ich habe heute sehr viele Sachen geschafft, sogar mehr als geplant. Ich hatte wirklich eigentlich nur den Kasten geplant und das nach vorne ziehen. Aber ne, ich war schneller als gedacht. Ich war viel besser als gedacht. Und dann habe ich mir gedacht, weißt du was? Machen wir weiter. Ne? Ich war gerade voll im Flow und deswegen ne, haben wir das, siehst du, ziehe ich jetzt noch so ein bisschen vor. Übrigens, hin und wieder teste ich mal so diesen Nachtmodus, da zum Beispiel, wie das so guckt. Umso weiter das weggeht, umso größeren Schein hast du. Und deswegen habe ich das einfach nochmal so ein bisschen rausgezogen und ach, es sieht einfach brillant aus. So, auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören, wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.